Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem kleinen Camcorder-Vergleich. Diesmal vergleiche ich die Canon Legrea HFR 406 mit der Panasonic HCV 210. Links könnt ihr das Bild der Canon sehen und rechts seht ihr das Bild der Panasonic. Durch Klicken auf das jeweilige Video kommt ihr zum Originalvideo, das ihr euch dann mit Originalton und natürlich in Full HD ansehen könnt. In diesem kleinen Video hier könnt ihr jedoch recht gut einen kleinen Vergleich sehen. Es herrschen eigentlich recht gleiche Aufnahmebedingungen und den Originalton zum jeweiligen Video werde ich immer unterschiedlich freischalten und da steht dann auch jeweils unter dem Video, welchen Ton ihr gerade hören könnt. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihm am Ende einen Daumen hoch, kommentiert, wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare und jetzt viel Spaß für den Rest des Videos. Ciao! Also 1080p50, also mit Vollbildern. Recht speicherintensiv, aber ist die höchste Auflösung dieser Kamera und ja, ich wirke jetzt auf dem Display sehr, sehr blass, sehr, sehr weiß. Ach, die Szene, sehr, sehr weiß, okay. Und ja, wie das Ganze dann jetzt auf dem TV-Monitor zu sehen ist oder auf dem Laptop, Computer, etc., kann ich natürlich noch nicht sagen. So, und was jetzt? Mikrofon und Kopfhöreranschluss bei Camcordern ab, ich sag mal 500, 600 Euro. Diese Canon Legrea HFR 406 liegt nun deutlich darunter und ja, wie ihr aber selbst hören könnt, ist die Tonqualität der Kamera wirklich sehr, sehr gut. Wie auch schon beim Vorgängermodell ist auch der Ton der Kamera sensationell gut. Sehr wenig Rauschen, die Kamera hat sehr wenig, erzeugt sehr wenig Eigengeräusch. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen. Das war mein erstes Vergleichsvideo zwischen zwei Camcordern. Diesmal die Canon Legrea HFR 406 und die Panasonic HCV 210. Wie gesagt, wenn ihr euch die Videos noch einmal im Originalen ansehen wollt, klickt einfach direkt auf die Videos drauf, dann werdet ihr dorthin geleitet. Und ja, das war mein Vlog-Test im Vergleich und ich hoffe, ihr guckt in die Playlist, dort werden demnächst weitere Videos oder weitere Vergleichsvideos dieser beiden Camcorder hochgeladen. Das war's von mir, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!